Ein Spezialfall der Leistungsanpassung ist die Blindleistungskompensation. Und zwar liegt das in der Regel dann vor, wenn die Quelle niederohmig ist, wie in der Energietechnik üblich. Quelle sehr niederohmig. Und da hat man dann ja gar kein RI, an das man irgendwie eine Last anpassen könnte. So, zudem möchte man es natürlich auch einfach haben. Das heißt, alles, was man tun muss oder was man tut, ist, dass man die imaginäre Komponente oder die Blindkomponente der Last kompensiert. Der Blindkomponente der Last. Entweder man macht es so oder man macht es so. Hier möchte ich noch kurz was erläutern dazu. Dieses hier ist natürlich das Kompensationselement, beziehungsweise auch hier. Na, und warum macht man das? Man möchte nicht, dass der Blindstrom das Netz belastet, denn hier an dieser Stelle wäre ja letztlich das Netz. Es ist nicht so ideal, wie ich den Draht hier gezeichnet habe, sondern an der Stelle würden irgendwelche tatsächlichen Leitungen vorliegen und an diesen Leitungen könnte es dann ja zu unnötigen Spannungsabfällen und Leistungsumsätzen kommen. Einsatz ist also niederohmige Spannungsquellen. Also zum Beispiel Kraftwerke. Und der Sinn ist die Entlastung des Netzes von Blindströmen. So, jetzt machen wir mal ein Beispiel. Oft oder in der Regel sind ja Motoren beteiligt, vor allen Dingen sind das ja die Dinge, die die größte Last abnehmen. Und dann liegt eben oft eine induktive Last vor. Zum Beispiel eben Motoren. Das heißt, das Z ist dann sowas hier. Naja, wenn wir das uns angucken und einfach mal kopieren, was wir da oben hingeschrieben haben, dann müssen wir ja die Spule mit einem C kompensieren. Entweder so. Ja, und damit das auch funktioniert, muss ja gelten Omega mal L gleich 1 durch Omega mal C. Ist übrigens dieselbe Bedingung wie bei dem Serienresonanzkreis. Und dann ist das C gleich 1 durch Omega Quadrat mal L. Aber Vorsicht, Serienresonanz und daraus folgend eine Spannungsüberhöhung. Wenn das Ganze in Last ist, in Resonanz ist, was es ja sein muss, sonst haben wir keine vollständige Kompensation. Oder man kann es natürlich auch so machen. Kapazitiv bleibt kapazitiv, das ist klar. Und hier müssen wir natürlich haben, dass der Imaginärteil von 1 durch R plus J Omega mal L plus J Omega mal C, also der Gesamt, das ist hier
die gesamte Admittanz dieser Geschichte hier gleich 0 werden muss. Und das ist, wir schreiben ihn mal gleich raus, minus Omega L durch R Quadrat plus Omega Quadrat mal L Quadrat plus Omega C muss gleich 0 werden. Und dann können wir auflösen, dass C gleich L durch R Quadrat plus Omega Quadrat mal L Quadrat ist. Hier haben wir nicht das Problem der Spannungsüberhöhung. So, häufig passiert diese Blindleistungskompensation jetzt bei bekannten Leistungen, also Blindleistungskompensation bei bekannten Leistungen, also gegeben ist S als P plus JQ oder meinetwegen auch nur P oder Q oder meinetwegen auch S-Betrag und der Leistungsfaktor Cosinus Phi. So, was machen wir dann? Wir berechne zur Blindleistungskompensation die zu kompensierende Blindleistung das heißt also entweder Q Comp gleich Q Ziel minus Q, also wir haben hier ein Ziel definiert, das muss nicht 0 sein, kann 0 sein. Muss aber nicht. Oder eben, wenn wir eben hier S-Betrag und Cosinus Phi gegeben hatten, Q gleich S-Betrag mal Sinus Phi, beziehungsweise Q gleich, müssen wir nicht viel umrechnen, S mal 1 minus Cosinus Quadrat Phi. So, dann zweitens, wähle das Element. Dass diese Kompensationsleistung zur Verfügung stellen soll. Also Q kommt kleiner 0, was es in der Regel ist. Dann brauchen wir eine Kapazität und Q kommt größer 0. Dann brauchen wir eine Induktivität. So, und dann wählen das Element und meinetwegen auch die Schaltung, wobei das an dieser Stelle noch unerheblich ist. Und drittens, berechne Elementsgröße Wert und zwar bei der Parallelschaltung also U ist gegeben ZL und dann haben wir hier das BL, dann haben wir natürlich Q-Comp gleich U-Betragsquadrat mal Omega mal C und auflösen. Oder Q-Comp gleich minus U-Betragsquadrat durch Omega mal L. Aufgelöst ist es natürlich C gleich Q-Comp durch Omega C oder hier L gleich minus U-Betragsquadrat durch Q-Comp oder in der Serienschaltung da müssen wir mit dem I rechnen und da haben wir Q-Comp gleich I-Betragsquadrat mal Omega L und Q kommt gleich minus
E-Betragsmoderat durch Omega C.